Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen. Nee, andersrum. Die haben dich hier von der Schippe geholt. Und das gab mir, glaube ich, die Sicherheit, egal was ist, es wird gut. Zwischenzeitlich war der Zustand bei Herrn Schumann sehr bedenklich. Wir haben mehrfach an einem Punkt gestanden, wo wir auch nicht ganz sicher waren, ob es so weit kommen würde, ob er es bis zur Transplantation schafft. Vor 10 Jahren ist festgestellt worden, dass sich ein Virus auf den Herzmuskel gelegt hat. Dadurch kam es halt zur Herzschwäche. Das ist dann sehr gut eingestellt worden über Medikamente, sodass ich mein Leben ganz normal weiterführen konnte, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und vor 2 Jahren ging es mir dann halt nicht mehr gut. Ja, Herr Schumann hatte aufgrund einer Herzmuskelentzündung vor Jahren eine Herzschwäche, die über die Jahre weiter fortgeschritten ist und dann eben in ein Endstadium gekommen ist. In dieser Situation versagt eben nicht nur das Herz, sondern auch andere Organe versagen. Und das stellt tatsächlich einen medizinischen Notfall dar. In dieser Situation kam Herr Schumann dann zu uns in die Klinik und musste mit einer Herz-Kreislauf-Unterstützungspumpe versorgt werden. Wir hatten damals die Hoffnung, dass es mit einem dauerhaft implantierten Linksunterstützungssystem alleine gehen würde. Die Operation haben wir auch gemacht. Und während der Operation stellte sich aber dann auch raus, dass das nicht möglich sein würde. Und wir mussten dann auch ein weiteres Rechtsunterstützungssystem implantieren. Und mit diesen beiden Systemen konnten wir letztlich sein Leben erstmal retten. Herr Schumann hat in der Situation, in der wir ihn hier sitzen sehen, eine dauerhafte Unterstützungspumpe in die linke Herzhauptkammer implantiert bekommen. Das ist ein System, man sieht das in dieser schwarzen Tasche, mit dem man nach Hause gehen kann. Und zusätzlich hat Herr Schumann aber eine Herzunterstützungspumpe für die rechte Herzseite. Bei Herrn Schumann war nun die besondere Situation, dass diese zeitweise Unterstützungspumpe nicht wieder ausgebaut werden konnte, weil sein Herz eben schon so lange und so schwer vor allem geschädigt war. Sodass wir dann in die Situation kamen, eine Herztransplantation anzustreben, eine Herztransplantation in einem hochdringlichen Status. Das System, was Herr Schumann hatte, wird normalerweise über die Leistengefäße angeschlossen. Das ist schnell, zuverlässig und funktioniert immer. Aber um den postoperativen Verlauf nach der Transplantation zu verbessern, haben wir alles darauf gesetzt, dass Herr Schumann so schnell wie möglich aufsteht, sich bewegt und alle seine Muskeln trainiert, damit er die nächste Operation besser übersteht. Und deswegen haben wir das System so eingebaut, dass seine Leisten frei sind, dass er aufstehen kann und bewegen kann. Also Herr Schumann hat einen extremen Willen gezeigt, das alles durchzustehen und hat auch diese lange Zeit auf der Intensivstation viele Rückschläge extrem gut kompensiert, hat sich selbst, aber auch das ganze Team immer wieder motiviert, weiterzumachen. Die Motivation war unglaublich. Ich habe immer wieder gesehen, dass er trotz dieser schweren körperlichen Einschränkung im Klinikbett saß und arbeitete. Und dass er diese Motivation, dieses Arbeiten auch mit diesem Schlauchsystem auf der Intensivstation so durchgehalten hat, war unglaublich. Ich bin als Finanzberater tätig. Und im Endeffekt das Telefonieren und mal was ausarbeiten oder was einstellen, ist ja nicht kompliziert. Fordert Kopf und der funktioniert ja. Und die anderen, die gucken irgendwelches Fernsehen oder machen Computerspiele. Und im Endeffekt mache ich ja eigentlich nichts anderes, nur dass ich Menschen helfe, mit ihren Finanzen besser zurechtzukommen. Ich habe über 8 Wochen praktisch gelegen, sind kaum noch Muskeln irgendwo. Und die ersten Schritte, die fielen mir schon schwer. Aber durch regelmäßiges Training sind wir jetzt praktisch so weit, dass ich tatsächlich laufen kann. Ich habe 3 Kinder. Wir halten sehr stark zusammen und
ja, wir haben noch eine ganze Menge vor. Und das ist letztendlich der Weg, damit ich selbstbestimmt mein Leben weiterleben kann. So konnten wir ihn dann auch bis zu der Phase der Transplantation überbrücken. Und er hat dann ein Herzangebot bekommen und ist dann transplantiert worden, hat das auch gut überstanden. Wir haben bisher, toi toi toi, keinerlei Komplikationen erlebt. Und glücklicherweise, die Endorganfunktion hat sich nicht nur für eine kurze Zeit, sondern jetzt wirklich auch mittelfristig stabilisiert und erholt. Ich bin sehr stolz auf unser Team, ja, dass wir für solche komplizierten und komplexen Eingriffe hervorragende Leute haben und dass es möglich ist, in diesem Setting auch unter schwierigsten Bedingungen so ein gutes Ergebnis zu erzielen. Mir war schon bewusst, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit mörderisch gesunken ist. Das war mir schon bewusst. Aber wenn es noch 10% oder 5% Überlebenswahrscheinlichkeit gibt, warum soll ich nicht die 5% nehmen? Dann muss ich mir doch nicht über die anderen 95% Gedanken machen. Und wenn das passiert, dann brauche ich mir gar keine Gedanken mehr zu machen. Ich hatte das Gefühl, ich bin hier richtig aufgehoben. Die wissen, was sie tun. Und wenn die dran glauben, na, dann wäre ich wohl der Letzte sein, der nicht dran glaubt. Ich habe noch viel vor, es ist noch nicht zu Ende. Also denk mal wieder an den göttlichen Gedanken, irgendwas ist für dich vorgesehen. Für mich ist noch eine ganze Menge vorgesehen. Und das will ich alles erleben.